Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Bloons-Hitter 6 am 19.28.24 auf der Katakobismus-Schwierigkeitsstufe Mittel, und das sind die Regeln. Du darfst nur einen Affen platzieren, hast 32.000 Affendollar Startgeld. Alle Bloons sind hier getarnt, das Affenwissen ist hier nicht deaktiviert, aber ich habe es bei mir im Spiel deaktiviert. Okay, los geht's! Du benötigst hier einen Reißnagelwerfer und der kommt hier an diese Stelle hin. Seltsamer Weise funktioniert es nicht, wenn ich den auf die gegenüberliegende Seite platziere. Also, Reißnagelwerfer steht mit 2-0 und der Stufe 5. Okay, hier kommt ja ein Moab. Der wird in etwa hier an dieser Stelle aufplatzen. Dann musst du den Reißnagelwerfer sofort verkaufen und einen falschen Schützen hier an diese Stelle platzieren mit 0-2-2 als Verbesserung. Okay, los geht's. Moab kommt, er platzt auf. Ich verkaufe den Reißnagelwerfer, platziere einen falschen Schützen mit 0-2-2 und nehme die Keramikbloons sofort ins Visier. Du musst hier schon ziemlich schnell vorgehen, jetzt aber auch nicht so schnell, dass du mit Tastenkürzel arbeiten musst. Du hast auch genügend Zeit, um mit deinem falschen Schützen hier die ganzen Bloons zum Platzen zu bringen. Halt einfach immer auf die Masse drauf, und wenn dir ein paar Bloons vorbeischweben, ist das nicht so schlimm. Dann gehst du einfach hinterher und machst sie platt. So, da sind nur noch ein paar unterwegs und da sind die letzten zwei. Ich glaube, ich lasse den letzten hier noch am Leben. Ich quäle ein bisschen. Schwebe, Bloon, schwebe dem Ziel entgegen. Du wirst es schaffen. Oh nein, er ist fort. Okay, das war's. Ich bekomme hier 90 Affendollar und ein Affen-U-Boot mit 020. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.